Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Ich bin in den Vereinigten Staaten, genauer gesagt, ich bin in Virginia, wo ich aufgewachsen bin, bei Manassas, ganz oben, ganz nah an Washington, D.C. Bare Knuckle American Wheat Whiskey, distilled and bottled by K.O. Distilling. 45%. Die Flasche habe ich hier aus England bekommen. Oh, das ist gar nicht mehr mal hier. Genau, da ist der schwarze Punkt, der überklebt wurde. Und das ist der erste Whisky überhaupt von der KO. Also kennen wir auch auf Englisch. Knockout, KO. Das ist Bill Carlson and John O'Mara. Die haben sich damals 1979 kennengelernt, als sie. Kunstkorken, interessant. Als sie. Nach der Schule hin ging zur Marine, zu der, wie heißt es auf Deutsch? Merchant Marine, also wie Küstenwache, wie der Handelsmarine. Genau, Handelsmarine gingen sie hin, haben beide ein kleines, zweijähriges, dort Ausbildung gemacht. Der eine hat tatsächlich weitere 2 Jahre gearbeitet, der andere ging hin zum Militär, wurde dort ein Dienstleister und hat dann beide haben irgendwie nach deren Rente, hört mal hin, nach deren Rente haben sie die Idee gehabt, lass uns eine Destillerie auch gründen. Gesagt, getan, die waren auf dem Klassentreffen und da haben sie dann diese Idee tatsächlich gesagt. Deshalb haben sie 2013 ihre Firma gegründet. Allerdings erst 2 Jahre später, 2015, haben sie überhaupt angefangen zu bauen, ihre Distillerie. Und dann das ist der allererste Whisky, der dabei rauskam. Natürlich gab es Gin, natürlich gab es jetzt hier White Dog und so weiter. Das ist hier November 2016. Also stell mal vor, man fängt an 2015 zu bauen. Man weiß, wie alt das ist. Nämlich denn da, Thumbroll please. Rrr. Mindestens 1 Jahr alt, 12 Monate alt. Also, und das Interessante ist, hier steht das nicht mehr drauf. Auf den neuen Flaschen steht dann, wie viel Monat alt das ist. Wir werden auch ein Rye haben, der 18 Monate alt ist. Wir werden ein Bourbon from Knuckle, Bare Knuckle haben, der auch 24 Monate alt ist. Und das hier ist buchstäblich 12 Monate alt. Whiskey Base 112429. 1 Jahre alt und da ist 60% Weizen, 30% Roggen und 10% gemälzte Gerste, was eine ungewöhnliche Mischung da ist. Wurde zweifach destilliert, nicht kälteverdreht, kein Farbe hinzugetan. Und der John O'Mara ging hin zu, halt euch fest, Moonshine Distillery. Und dort ist eine Universität. Keine Ahnung. Da hat er einen Kurs absolviert und da ist er tatsächlich Absolvent von der Moonshine Distillery University in Louisville, Kentucky. Seitdem haben sie tatsächlich jemanden ins Boot reingeholt, der wirklich versteht, was er da tut. Das ist Ryan Hendricks. Der ist jünger und der ist wirklich auch seit Pike auf dabei, Whisky zu destillieren. 1900 2016 hat denn hier K.O. Distilling 125 Tonnen Getreide, alles local, also alles aus Virginia, denn dort eingekauft und alles dann destilliert auf deren 550 Gallon Pot Still mit einem Column Still hinten dran. Also 550 mal 3,8 ist ungefähr ein 2200 Liter Pot Still. Das ist schon eine ordentliche Sache. Und ich werde das hier einfach mal dran riechen. Ich habe überlegt, welche Whisky habe ich da ein bisschen weeded ist. Und ich kam darauf. Es ist 12 Monate gegen 12 Jahre. Dieses Experiment werde ich und möchte ich weiterhin so machen. Auch übrigens aus den UK. Also ich merke, dass ich immer mehr und mehr tolle Bourbons aus den UK beziehen muss. Allerdings, sie sind wesentlich auch meistens billiger in der UK. Und in Deutschland sind sie auch, falls überhaupt erhältlich, teurer. Ja, so ist das manchmal. Leider in unserer Geschäftswelt hier. 750 Milliliter Flasche. Hier ist allerdings exclusively imported by High Spirits, Walton on Thames. Also das hier ist auch eine. Keine Ahnung, wie viel Milliliter das ist. Steht nicht so genau da drauf, was ich lesen und sehen kann. Doch 750 Milliliter auch. Wobei diese Flasche ist wesentlich wuchtiger.
Also aus jener, vom Glas ist dicker am Boden und er hat einfach mal ein bisschen mehr Umf dazu. Auch vom dünnes Glas, dickes Glas. So, nochmal. Weller 12. KO Distilling. Bare Knuckle. Also ich kriege, also eigentlich musste ich hier zu meinen deutschen Whiskys hingehen, denn das ist das, was ich kriege. Das ist, was ich in der Nase bekomme. Ich kriege tatsächlich etwas der deutsche Whiskys müssen immer 3 Jahre alt sein. Wir sind in Europa, in Amerika müssen die nicht. Da muss einfach draufschreiben, wie viele Monate das denn da ist. Und da ist es sowieso ein American Wheat Whisky. Also von daher kann man fast machen, was man will, sage ich mal, bei American. Wenn nicht straight und wenn nicht Bourbon draufsteht, sind die Regeln halbwegs aus dem Fenster rausgeschmissen worden. Oh, ich krieg eine Jugend, ich krieg Kürbiskerne. Ja, das ist, was ich hier kriege. Habe ich lange nicht gehabt. Ja, ich krieg das nicht mehr raus. Ich hab geröstete Kürbiskerne hier. Probieren wir mal. Kenne ich noch nicht. Lass uns sehen. Boah, ist der jung. Wow. Oh, Ich habe auch vergessen zu sagen, die benutzen New White Oak Charred Fässer aus Kentucky. Der Eicheneinfluss hier ist relativ stark. Das ist hier wow. Ich muss ehrlich zugeben, das gefällt mir hier gar nicht. Ja, Handy auf Flugzeugmodus habe ich vergessen. Ich habe eine Flaschenteilung gemacht. Es ist fast alles weg. Oh wow. Ich gönne mir einmal Weller, 12 Jahre alt hier, ganz kurz. Gibt's auch noch in meiner Liste. Ich kriege die immer wieder für unter 100 €. Ich glaube, keine Ahnung, 89 €, wie auch immer. Smooth. Karamell. Toffifee, Eiche, Pecan. Oh. Eine hervorragende Bourbon, eine der besten, die ich kenne, bei 45%, 12 Jahre alt. Oh, auch am Ende immer noch super saugut, also lecker, 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 lecker. Ich tue mir das nochmal an hier. 45% bedeutet, ich darf ein bisschen Wasser da reintun. Vielleicht tut sich da was. Die benutzen immer 45%, ob es der Bourbon ist, ob das jetzt hier der Rye ist. Darauf bin ich gespannt, ob das der Wheated ist. Der wird nicht besser. Also, ich nippe und dann tue ich noch mehr Wasser und schau mal, ob irgendetwas zu retten wäre. Du, das ist hier. Lange ist es her. Fünf. Es ist lange her, seitdem ich ihm 5 gegeben habe. Ich glaube, ich habe, glaube ich, bei einem amerikanischen Whisky, da war diese Cody's Road einmal. Das, glaube ich, habe ich auch mal in 5 gegeben. Aber das hier ist ein richtiges, richtiges Reinfall. 42,90 € habe ich dafür bezahlt. Für die große Flasche. Wie ich sagte, ich bin dankbar, dass es schon verteilt ist, bevor ich wusste, was ich habe. Und ich habe es einfach alle 3 Flaschen gekauft, weil ich das nicht kannte. Das kam aus Virginia und wollte ich unbedingt mal probieren. Wenn ich einen 5 gebe aus Geschmack, kann ich nichts anderes geben als einen 5er Preis-Leistung. Eins, bitte, bitte kaufen. Zwei, kann man kaufen. Drei, also zwei soll man kaufen. Drei, kann man kaufen. Vier, braucht man nicht. Und fünf, warum wurde es hergestellt? Also, ich weiß, warum das hergestellt wurde. Es war eine Übung. Die haben damit geübt. Denn auch gerade eben der Wheated Whisky wird schneller reif. Also der zweitschnellste, was reif wird, ist natürlich Roggen. Und dann kommt man zu einer Königsklasse in Amerika. Das ist Bourbon. Ich weiß es nicht. Der Eicheneinfluss ist wahnsinnig stark jetzt hier, auch schon nach einem Jahr. Auch farblich ist das schon. Ist das echt nicht schlecht hier? Also gut, verglichen mit einer 12-jährigen
Weller ist das natürlich ein bisschen was anders, aber ich halte mal hier, ihr merkt schon den Unterschied, ja? Also dunkel, dunkelrot hier, bräunlich, fast ein bisschen hier Bernstein, aber es ist sehr helle Braunfarbe, aber trotzdem absolut nicht meins. Ah! So, meine Frage des Tages ist, welche Whisky deiner Meinung nach verdient einen 5? Wo ist, du sagst, dieses Zeug ist so grässlich, ich will es und mehr, ich möchte es nie wieder probieren. Welche Whisky deiner Meinung nach verdient einen 5? Also heute hier bei Whisky Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, The Bare Knuckle, also ich lese ganz kurz vor und dann gehe ich weiter her. Täglich wird man mit den Herausforderungen des Lebens konfrontiert und du musst mit ja, Gumption, mit deinem ganzen Drive, mit deinem ganzen Einsatz, mit allem, was du bist, dagegen kämpfen. Manchmal wirst du K.O. geschlagen und dann muss man eine verpflichtende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann steht man auf, bevor man dann den 10 bekommt und dann versucht man nochmal zu kämpfen. Ja, diese Welt ist ein schwieriger Ort, aber wir sind auch härterer Stoff gemacht. You've got the persistence. Man hat dieses Durchhaltenvermögen, um es auszuhalten und zu triumphieren. Und das wagt man auf einer Flasche mit 12 Monate altigem Whisky dann drauf zu tun. Durchhaltenvermögen. Naja, damals waren diese Bare-Knuckle-Kämpfer, das war damals Anfang 19. Jahrhundert, glaube ich, muss man sagen, dass die durch die Gegend da zogen und dadurch gekämpft haben. Das waren wahre Männer, ja? Okay, gut. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Diese Woche war so viel, man fängt entweder an zu lachen oder zu weinen und ich beschließe heute zu lachen. Also vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Daumen nach oben, falls möglich. Falls nicht, Daumen nach unten. Auch das ist denkbar. Meine Sample-Liste könnt ihr gerne schauen. Vielleicht abonnieren, da kommt immer wieder ungewöhnliche und exotische Whiskys, Bare Knuckles. Und auch denn da bitte, bitte auf meine Sample-Liste schauen. Da bleibt ein bisschen vielleicht was über. Und da könnt ihr gerne auch denn die restliche 5 oder 10 L kaufen, zu merken, wie schrecklich diese Whisky so ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Jeden Tag 17:30 Uhr meine Videos und sonst am Sonntag 21:30 Uhr Livestreams. Bis dann, bye bye.